Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Abo-Post-Opening. Und ja, legen wir einfach los und schauen mal, was wir so alles heute hier haben. Der erste Brief ist sehr interessant, denn der ist sowas von dünn, der ist einfach gefühlt einfach nur ein Brief drin und sonst nichts. Da bin ich mal gespannt, was uns die werte Person, besser gesagt, da zugesendet hat. Dann schauen wir mal. Wir haben es schon fast offen. Ich glaube nicht, dass hier dann wahrscheinlich ein Rücksendeumschlag ist. Ich glaube, hier ist einfach nur ein Brief mit Fragen und anderen Dingen. Gucken wir mal rein. Das ist tatsächlich, glaube ich, nur der Brief. Oh, das ist etwas. Oh, Plektrum? Was? Ein Plektrum? Ernie Ball. Das ist mal interessant. Ein Plektrum habe ich bisher noch nicht zugesendet bekommen. Schauen wir mal erstmal, was wir hier so haben. So, zack, da haben wir es. Moin Moin, Random Brain. Ich habe nach langer, langer Zeit wieder mit ein paar Freunden angefangen, Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Es ist echt eine Menge passiert, seitdem wir die Karten das letzte Mal in den Händen hatten. Ganz besonders gefallen mir die Xyz-Monster, schwarze Karten. Da stellt sich mir nun eine Frage. Wie behandelt man diese Monster während eines Kampfes? Finde nichts im Internet. Ist es wie in der Serie oder werden sie wie ganz normale Effektmonster behandelt? Wäre cool, wenn du mir hier weiterhelfen könntest. Während eines Kampfes sind Xyz-Monster genauso wie Synchro, Fusion, Ritualmonster, also sie sind die einzige Mechanik, die ein bisschen merkwürdig ist, halt, wenn man spielt, ist die Pendelmechanik. Die hat das Spiel ein bisschen erweitert, was mit den Monstern passiert in einem Kampf, also nachdem sie zerstört worden sind. Ansonsten, Xyz-Monster, wenn sie gegen anderes Monster kämpfen, ist alles gleich. Man muss immer beachten, Xyz-Monster haben keine Stufe, die haben einen Rang, während alle anderen Monstertypen normalerweise immer Stufen haben statt Ränge. Und wenn sie halt kämpfen und dann zerstört werden durch Kampf, gehen sie halt ganz normal auf den Friedhof, falls sie dann hinkommen, halt in die Banish Zone oder wo auch immer, je nachdem, welche Karte gerade auf dem Feld ist. Und ansonsten unterscheiden sich nicht. Man muss halt immer darauf achten, dass sie halt einen Rang haben statt einer Stufe. Falls irgendwelche Effekte auf dem Feld wirken, die halt irgendwie sich auf eine Stufe auswirken würde, würde es bei ihnen nicht passieren, wie zum Beispiel Schwerkraftbindung, die lässt halt alle Monster, glaube ich, der Stufe 3 oder niedriger können nur angreifen, glaube ich. Alle anderen müssen in Death oder so, 4 oder höher. Die haben halt keine Stufe, daher können alle von Rang 1 bis 12 können einfach angreifen, so viel sie wollen. Da hat die Karte einfach keine Auswirkung. Also, ansonsten ist alles ganz normal, wie bei anderen Karten auch. Ne, halt, es sei denn, es ist ein Pendelmonster, aber Pendelmonster sind ja normalerweise kein Xyz-Monster. Und wenn es ein Xyz-Monster-Pendel ist, dann entsprechend verhält es sich nach der Pendelmechanik und versucht dann nach dem Kampf, wenn es zerstört worden ist, ins Extra-Deck zu fliegen, aber die meistens immer eh ein Extra-Effekt, wo du sie trotzdem nochmal in die Pendelzone legen kannst und sowas. Aber das sind ja so jetzt extra Locken, da muss man jetzt nicht drauf eingehen. Ich habe mir ein Rise of the True Dragon Deck gekauft und dazu der alten Zeiten wegen ein paar Booster aus verschiedenen Serien, um zu gucken, was es alles gibt. Da sind mir die Überfallraptoren aufgefallen und ich fand sie total cool und will mir daraus ein Deck basteln. Aber es fehlt halt noch etwas Material. Würdest du mir helfen? Ich habe leider keine Ahnung von dem Deck. Wenn du irgendwie Hilfe brauchst beim Überfallraptoren-Deck bauen, empfehle ich die andere EU-Tuber, die das vielleicht schon mal gespielt haben. Ich glaube, Rio Nightmare von Nightmare Games, der hat das auch auf der Dings gespielt, auf der GYL. Ich glaube, der hat da ein bisschen Ahnung, so andere YouTuber. Ich bin nicht so wirklich der Fan von Überfallraptoren, deswegen habe ich mich damit nicht so weit auseinandergefasst. Zum Tauschen habe ich auch ein paar Karten, zwar nichts Besonderes, aber immerhin. Ich tausche nicht übers Net und verkaufe auch nichts, steht auch so bei mir in der Beschreibung und auch, ich glaube ich auch nochmal, also in der Beschreibung und allgemein in meiner Kanalbeschreibung. Würde mich über eine Rückmeldung freuen. Grüße aus dem hohen Norden an die Ich glaube, da die unten die E-Mail-Adresse habe ich, denke ich mal, die ganze Zeit ausgeblendet. Das ist Spaß in der Nachbearbeitung dann. Bitte sowas nicht vorne raufschreiben, sondern irgendwo separat, damit ich das nicht nachher dann ausgekatten muss. So, das habe ich nämlich jetzt ganz erst am Ende gesehen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen bezüglich der Xyz-Monster-Mechaniken. Ich finde es interessant, dass du mir ein Plektrum zugesendet hast. Ich bin halt Musiker, deswegen habe ich auch diese Fingernägel, wo man auch noch Akustik spielt. Und wenn man halt Fingerstyle spielen möchte, wenn man halt mit mehreren Fingern gleichzeitig mehrere Töne spielen möchte, ist es einfacher als mit einem Plektrum. Plektrum ist quasi so, als würde ich einfach nur mit einem Fingernagel irgendwo die ganze Zeit rumspielen. Es ist halt eher so eine kontrollierte Spielart, um halt Einzeltöne sehr kontrolliert rauszuholen und halt entsprechenden Sound zu generieren. Das ist Fingerstyle, das ist etwas anderes, deswegen habe ich immer lange Fingernägel auf der rechten Seite und Plektrum spiele ich natürlich lieber eigentlich. Ich spiele, glaube ich, 80% Gitarre lieber mit Plektrum, aber falls ich es brauche, habe ich dann meine Fingernägel auch ready zum Spielen und ich mag es halt wirklich mit Fingernägeln zu spielen, anstatt mit den Kuppen der Finger. Der Sound ist zu weich und ist schwer artikulierbar. Okay, ich würde sagen, dann kommen wir zum nächsten Umschlag. Soweit ein bisschen zum Music-Stuff und hier ist wieder ein bisschen mehr drin. Bin ich mal gespannt.
So, wir haben einen Rücksenderumschlag auf jeden Fall. Ich muss mal den Stuhl hier zur Seite schieben, damit ich den noch am Start habe. Den Brief. Und zwei dicke Packages. Wow. Ich hoffe, die sind bestimmt wieder einfach wieder in Toploader drin. Das sind eigentlich nur 5 Karten oder so gefühlt. Kann mir vorstellen. Ist das Ding. Ist das Ding jetzt nicht adressiert? Das heißt, ich brauche den Originalumschlag, damit ich weiß, wo ich das hinsenden muss. Da ist auch keine Briefmarke dabei. Muss ich alles dann wahrscheinlich selbst sponsern. Wäre schön, wenn ihr das lieber frankieren würdet, weil das macht es einfach alles einfacher. Hallo Victor, durch dich bin ich wieder mit dem Yu-Gi-Oh! Sammeln angefangen. Ich habe bereits früher gesammelt und dann eine Pause eingelegt. Und ich bin durch dein drittes Jubiläum auf dich gestoßen. Wow, irgendjemand, der tatsächlich das dritte Jubiläum gesehen hat, irgendwie gefühlt hat. Irgendwie nur die ersten 2 Videos, die waren richtig hart, krass. Ich glaube, die sind meine meistgeviewten Videos überhaupt auf dem Kanal. Das dritte ist eher so, nö. Gammelt so ein bisschen mehr rum, die ganzen Legendary Collection Openings. Sehr schön, wenn du mich dadurch gefunden hast. Ich habe geplant, mir zu meinem Geburtstag ein Display von dem Millennium Pack zu holen und die Yugi's Legendary Dex Box. Das erste Pack ist zum Signieren und das zweite für dich mit Zahlen gekennzeichnet. Ja, okay. Signieren für mich. Hier noch ein paar Fragen. Zweitens, wie findest du den Inhalt vom Millennium Pack? Ist okay, also wir haben halt Drakugel-Modus drin und Karte des Untergangs, die sind fein. Ansonsten, war das ein Millennium-Pack? Ich glaube ja, Opfern des linken Arms war das? Left Arm Offering ist da glaube ich auch noch drin? Ich glaube ja, das ist eigentlich ganz okay, ist der Set eigentlich so mehr oder weniger, sind ein paar gute spielbare Karten drin, die man heutzutage noch spielen kann. Zweitens, hast du in Zukunft geplant, wieder ein paar ganze alte Booster-Displays-Tints zu unboxen? Ja, ich habe ja Ancient Prophecy, habe ich hier so ein bisschen rumliegen, ich habe hier immer noch meinen Spellruler, den werden wir auch irgendwann nochmal anfassen und damit ein Opening machen in nächster Zukunft, wann genau, weiß ich selbst noch nicht. Drittens, was hältst du von Elementarhelden-Decks? Ehero, maskierte Helden, ich glaube, diese Frage kommt irgendwie jedes dritte, vierte Video. Ich mag das Deck, ja, was soll ich noch sagen, es ist ganz cool, also, ich spiele es ja selbst auf Locals, habe ich ja dieses Jahr, letztes Jahr gespielt, also, das ist ein Deck, das ich mag, also, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Liebe Grüße, Nico, ich glaube, in den nächsten 2 Folgen kommt er wieder, der Nächste, der fragt, wie findest du E-Helden, gibt es noch weiteren Support oder so, weiß ich nicht, der Frosch reicht doch schon. Wie man sieht, heute das Messer ist echt irgendwie mitgenommen. I don't know why. Wir schauen mal, was ich hier für dich zum Signieren habe. Wow. Das sind mal richtig fette Dinger. Uria, Herr der reißenden Flammen, himmelblauiger silberner Drache, blauiger weißer Drache, Worstplünderer, Panzerkrieger, Spiegelkraft und dunkler Magier. Das sind 7 Karten. Okay, und zwar richtig fett gedingst, noch nicht mal mit einer Rücksenderadresse oder, also Rücksenderadresse ist da drauf, aber ohne Briefmarke. Ja, kriegst du unterschrieben, machen wir mal eine Ausnahme hier. Normalerweise bitte nur 5 Karten zu senden, dann geht das alles auch viel schneller und dann macht man hier nicht, holt man sich hier nicht einen Vorteil anderen gegenüber. Das ist ein bisschen nicht so nett den anderen gegenüber. Und dann schauen wir mal, was da so drin ist. Coole Karten auf jeden Fall zum Signieren. Und, what the fuck? Was ist das? Ich sehe schon, dass das LOB Raigeki halt durchgekaut ist, aber selbst in der Rotzquali in der Hülle ist das doch spielbar. Das Ding ist immer noch ordentlich wert. Auch in diesem Kotzzustand kann man das Ding bestimmt mit diesen 10er für einen 10er loswerden. Wow. Danke. Und dann gleich noch ein Red-Eyes B-Dragon. Sehr, sehr geil. Guildford, die Legende, oh yeah. Finstere Ausrüstung des Hexmeister natürlich wieder nicht in Mint, diesen nie Mint. Exhortmeister der Wache, oh. Das ist der beste Exhortmeister der Wache, glaube ich, den ich hier gesehen habe. Die Quali schon sehr, sehr okay, auch wenn dann halt man sowas dort links und rechts noch hat. Dann haben wir Ozean, Drachenherrscher, Neo, Daedalus, ist der überhaupt echt? Der sieht ja mal richtig komisch aus. Alter, ist der echt? Erste Auflage, das Yu-Gi-Oh! Logo, hier, das Anubis-Logo ist auch da. Huh. Alter, die Farbe ist ja mal richtig krass anders als so normalerweise. Auch die Schriftart und so ein bisschen verschoben. Könnte man fast denken, das wäre gefälscht. Wow. Danke für den, okay. Das, Alter, hätte ich fast gedacht, das wäre gefälscht. Das ist auch irgendwie so ein Pseudo-Toploader. Was ist das? Chaos-Hexer? Glühender Rotdrachen, Erzunterwälder, König Elend, sehr cool. Digitalkäfer, Nashornboss. Und dann haben wir Edelstein, Ritter Topaz als Secret Rare, yeah. Und Ewigischki, Seelenoger. Wow. Und ach, noch einer. Edelstein, Ritter, Aquamarin. Sehr, sehr geil. Wow, danke für die Einsendung. Den Raigeki hätte ich jetzt nicht kommen sehen.
Das ist krass, auch wenn er ziemlich hart durchgegaut ist. Ich glaube, der ist noch spielbar in der Quali, Alter. Wow, danke. Vielen, vielen Dank für deine Einsendung. Und ja, dann würde ich sagen, ab zum nächsten Umschlag. Schmiele mit am Start. Und gucken wir weiter, was wir da so haben. So, wir haben ein paar Karten hier. Einen Brief und einen Rücksendeumschlag. Das ist gut. Sogar mit meiner Absenderadresse. Perfekt. Dann auch frankiert und alles. Da braucht man sich dann überhaupt keine Sorgen zu machen. Mit dem Versand, es geht alles easy und quick und schnell. Okay, dann haben wir... hallo lieber Victor Randebrain, ich habe mich auch mal dazu entschieden, dir einen Brief zu schreiben. Du bist ein toller YouTuber und einer der besten YouTuber dazu. Ich hätte mal zwei Fragen. Welche Kamera und Mikrofon benutzt du für dein Video und... für deine Videos? Ich weiß gar nicht, ob ich das kurz machen kann. Ja doch, ich nehme mal kurz den Ständer hier ein bisschen nach unten. Mein Mikrofon ist das, was ich sonst auch mal benutze. Das ist das T-Bone ST450. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, weil das halt gerade aufnimmt. Das ist mein Mikrofon, das ich aufnehme. Und das habe ich halt, ich habe dazu auch ein Review gemacht. Das kann ich euch unten nochmal verlinken. Das habe ich damals 2013 gekauft, weil ich ein bisschen meine Qualität verbessern wollte, weil ich bis dahin nur ein dynamisches Mikrofon hatte. Die Qualität war da nicht so schön. Und daher wollte ich einen Kondensator haben. Und seitdem benutze ich den hier halt mit einem weiteren Röhrenvorverstärker. Das ist der ART Tube MP. Ist eigentlich irrelevant. Das Ding gibt es halt auch USB-Variante, falls ihr es über USB laufen lassen wollt. Und das ist mein Mikrofon. Meine Kamera, die ich noch bis vor... ja, ein paar Folgen noch benutzt hatte, war halt das Sony Alpha ST, das SLT 58 oder A58, Alpha 58. Und das, was du gerade aufnimmst, ist das, was ihr hier gerade im Spiegel seht. Das ist die Sony AX, was ist das, 53, glaube ich, ist das. Die seht ihr hier gerade reflektierend drin. Die nimmt ja halt gerade das Video auf. Und das ist ein Camcorder. Zu dem habe ich auch ein Review gemacht. Zu der Kamera habe ich kein Review gemacht. Könnt ihr nochmal abchecken, wird nochmal unten verlinkt sein und auch nochmal am Ende des Videos wahrscheinlich auch nochmal mit verlinkt sein. Dann, wie viele Macherweiles hast du jetzt eigentlich schon? Das weiß ich noch nicht, ich muss die mal alle zusammenlegen. Ich bin noch momentan in dem ganzen Sortierungsprozess, das wird auch noch ein paar Wochen dauern, das ist einfach so viel Stuff. Es sind ordentlich viele, das kann ich schon mal sagen. Mich interessiert das, weil ich auch mit YouTube anfangen will. Was hat Macherweiles mit YouTube zu tun? Ich denke mal, das hat das mit dem Equipment zu tun. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen, das ist nochmal alles verlinkt, meine Reviews, die ich dazu gemacht habe. Die Cam würde ich nicht empfehlen, die habe ich von Anfang an gehasst. Falls du das Review zu der Kamera dir nochmal anschaust, dann wirst du es nochmal deutlich raushören. Außerdem habe ich 8 Karten beigelegt. Ich würde dich bitten, die 2 Karten in den weißen Hüllen auf dem Kartentext zu unterschreiben. Okay, die 3 Karten in den schwarzen Hüllen auf dem Kartenbild zu unterschreiben. Als Dank für deine Mühe, welche du in den Kanal und in deine Community steckst, schenke ich dir 3 Karten in den gelben Hüllen. Okay, das ist cool, dass das so nach Farben sortiert. Die Karten sind mir extrem wichtig. Baby Tyrogon hat mir auf verschiedensten Seiten meinen Benutzernamen gegeben. Okay. Obelisk ist mein Lieblingsgott. Kuscheltiermaus macht mein Fluffeldeck schöner. Ist eine tolle Karte. Necros vom Einhorn hat eins der schönsten Artwork aller Zeiten. Ja, das sage ich doch die ganze Zeit. Es hat meiner Meinung nach das beste Artwork aller Necros-Karten. Es ist so wunderschön. Ich liebe Necros von Einhorn. Das Artwork ist super nice. Und Robert Smarkis ist aus der Special Edition, welche ich mir während meines Hamburg-Urlaubs im Atlantis gekauft habe. Und es eine schöne Erinnerung ist. Cool. Ich spiele mittlerweile öfters im Atlantis. Vielleicht sieht man sich irgendwann mal, wenn du da mal dort bist. Mach weiter so und noch allen einen schönen Tag. Liebe Grüße, Sascha. Wow, cool. Also, oh, boink, hau die Kamera um, läuft bei mir. Habe ich euch immer ordentlich durchgerüttelt. Okay, wir haben einmal den Baby-Tiragon, der ist in den weißen Hüllen. Die sind zum Unterschreiben, genau. Necros von Einhorn, sehr, sehr wunderschöne Karte aus The Secret Forces. Ich mag das Artwork einfach so sehr, es sieht einfach so cool aus. Dann Obelisk. Die schwarzen sind auf dem Kartenbild, ne, war das? Schwarz im Kartenbild, ja. Kuscheltiermaus, Robert des Magus und Robert ist der Peiniger. Und dann hast du noch was für mich. Angriff Schwarzflügel Rakiri, den Regenschauer aus dem Megapack. Buntäugiger Schwerkraftdrache aus Bosch und Nummer S39 Prime auch aus dem Megapack. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mir den Brief mit zum Umschlag legen, damit ich weiß, wie genau ich was unterschreiben soll. Nicht, dass ich dann nachher die falsch unterschreibe. Das ist ganz gut. Und dann werde ich sagen, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Und dann gucken wir uns aber den nächsten Umschlag an. Heute geht das zacki-zacki. Und ich denke mal, ich kann die Antworten heute auch ganz gut euch geben, weil ich bin ganz gut vorbereitet drauf. Ich habe alles Equipment noch hier. Mehr oder weniger. So. Wir haben den Rücksendeumschlag. Sehr schön. Und dann haben wir den Brief, eine Matte, glaube ich.
Oh, endlich mal keine Monarchenmatte, einfach mal eine Hero-Matte. Hat doch mal was. Und dann haben wir noch ein paar Packs quasi. Bitte signieren und die sind eventuell für mich oder für jemand anderes. Vielleicht ja für Slash oder Envoy. Wäre ja auch mal witzig, wenn das jemand mal machen wird. Ansonsten sehen wir uns in 200 Monaten wieder, weil dann tatsächlich jemand das eingesendet hat, weil ich heute die Folge aufgenommen habe und der Brief eingesendet wurde und ich dann tatsächlich die Dinge aufmache und weil er das hier gesehen hat, dann ist es da und dann ist auch tatsächlich was für Slash oder die Envoy drin wahrscheinlich. Nur weil ich es in diesem Video gesagt habe. So, wir haben einmal die Matte. Eventuell muss ich die unterschreiben, ich weiß es nicht. Die aus dem Hero Strike Structure Deck. Die gibt's auch als, hier ganz normale Matte. Die gab's also als Mini-Size, aber halt auch aus diesem Material. Gab es so ein Structure Deck Event. Das gab's, glaube ich, auch für andere Events. Ich glaube, für das Gear Structure, da gab es das auch. Da gab es das Ding in klein. Wir haben hier so was Kleines. Die Matte hätte ich gerne auf Chaos Brust signiert. Danke. Und dann haben wir hier den Brief. Hey, Victor, deine Videos gefallen mir echt gut und du bist ein verdammt sympathischer YouTuber. Die Karten in der 5Ds Hülle, diese graue sowie die in der Dodge Hülle, wuff, sind für dich oder Dogge Hülle. Achso, die. Okay, alles klar. 5Ds, Random-Karten, Dodge, ausgewählte Karten. Okay. Die Höhlen sind natürlich auch für dich. Ja. Habe ich hier gerade? Nee, habe ich gerade nicht hier. Habe ich irgendwo anders. Ich habe Telefonhöhlen. außerdem, also benutzte Höhlen, das hört sich jetzt falsch an, aber ja. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du die anderen drei Karten signieren würdest. Das sind die. Edit die Spielmatte, wenn es geht, bitte auch. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Ja, boah, sollte passen. Was hast du frankiert? Das könnte tight werden, aber vielleicht klappt's. Turmalin und Lady Heat sind für mich eine Art Schutzengel und sie befinden sich immer im Auto. Turmalin und Portemonnaie, Lady Heat, wie man sieht. Abnutzung, Hashtag Abnutzung. Gucken wir die doch mal direkt an. Oh ja. Ja gut, im Portemonnaie geht's halt hart zur Sache, da muss man sich um seinen Kampf, um seinen Platz halt kämpfen und dann Edelsteinritter Turmalin. Ja, der hat aber, ja nee, die Hülle, die hat ein bisschen gelitten, da hat jemand, glaube ich, fast eine Zigarette ausgedingst. Und dann haben wir noch eine Karte dahinter. Großmeister Hanzo, sehr geil. Hanzo ist einfach meine Lieblingskarte, aber meine Ulti-Rare wollte ich nicht signieren lassen, wäre etwas schade. Secret Rare tut's ja auch. Ja, ich habe auch meine Ultis und die würde ich auch nicht unterschreiben lassen, lieber dann die Secret. Mach weiter so, Grüße, Rick. Oder Rick. Okidoki, sehr cool, die gibt's auf jeden Fall signiert. Die packe ich mal mit zum Umschlag. Dann schauen wir mal an, was du noch für mich hast. Das sind auch der letzte gewesen. Und auch die Matte, den legen wir da mal mit dazu. Ansonsten packe ich nochmal ein paar Cent drauf, dann sollte es passen. Dann schauen wir mal an, was für mich ist. Ich weiß gar nicht, was war random, was war ausgewählt. Ich glaube nicht, dass das random ist. Klaue des Hermos. Hermos Raketenkanone, super starker Samurai General Jade, super starker Samurai Magnet, super starker Samurai vorbereitet Verteidigung, super starker Samurai General Koralle. Ihr wollt immer noch mir diese super starken Samurai rangeben. Ich will sie immer noch nicht spielen. Hermos Raketenkanone und Klaue des Hermos. Danke dafür, das ist cool. Mehr Hermos-Stuff. Ich weiß nicht, was das mit den super starken Samurai zu tun hat. Eventuell kann mir das jemand in den Comments erklären. Vielleicht gibt es ja Killer-Kombos, von denen ich noch nichts kenne. Und dann haben wir noch ein bisschen Random-Karten, glaube ich. Stillgestanden, Gischgischlund. Hey, das ist eine gute Karte. Stahlscher, Gira-Stack als Secret und ein Frachtroid. Yay, aus dem Premium-Pack 2. Cool, dankeschön. Und ja, wir sind heute relativ fix dabei. Obwohl wir sehr viele Fragen hatten und sehr viele beantworten konnten. Daher würde ich sagen, haben wir noch einen. Let's go. Ich habe immer ein bisschen was auf Lager da, dann kann man auch noch mal ein bisschen mehr aufmachen. Nachdem wir letztes Mal ja auch drei Umschläge aufgemacht haben, weil das einfach so groß war, der eine, ist das schon mal ganz cool, dass wir mal wieder fünf machen. Kommt auch mal ein bisschen voran hier mit dem Tempo. So, ich habe hier den Rücksendeumschlag, den muss ich einmal hier rausbefreien. Der, boah, das sind 2,80 Euro drauf frankiert. Gib ihm. Okidoki. Dann muss da ja hier was richtig Heftiges drin sein. Was haben wir denn hier? Hier sind nur Packs? Kein Brief. Okay. Der hat auch ein bisschen was mitbekommen hier an der Seite, wie man das sieht. Der irgendwie hat es ihn kurz erwischt. WTF, bitte signieren. Ach, hier ist der Brief quasi. Brief für dich, bitte signieren. WTF ist diesmal dünn. Haben wir nichts dagegen. Und schau mal an, was wir hier in dem Brief haben. Einmal auf. Und gut. Boah. Schwierig, das Ding hier in das Bild zu kriegen. So, hey Victor, ich schaue dich jetzt schon seit deinen 10.000 Abos.
Also quasi ein Ja. Du bist der best Yugi-Tuber. Mach weiter so, ich habe noch Fragen, noch zwei Fragen an dich. Was für ein Deck würdest du einem Anfänger, meinem Freund empfehlen? Diese Frage. Ach, ich weiß es nicht. Spielt doch etwas, was von der Thematik euch interessiert. Guckt euch ein bisschen um auf DevPro, guckt euch ein bisschen auf YouTube, guckt euch mal einfach an, welche unterschiedlichen Themendecks es gibt, guckt euch einfach mal vielleicht die Karten an, die ihr bei euch schon zur Verfügung habt und schaut mal, was euch gefällt eventuell vom Spielstil oder vom Artwork oder von der Story oder was weiß ich. Lasst euch doch einfach mitnehmen davon. Ansonsten, wenn ihr einfach anfangen wollt und einfach erstmal überhaupt loslegen wollt, kauft euch oder ein bisschen gutes Deck haben wollt, kauft euch immer die neuesten Structure-Decks. Zurzeit haben wir Das Seto Kaiba Structure Deck, das ist ziemlich gut. Sonst Monarchen von Anfang des Jahres oder vom Jahr davor die Heroes oder. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Einfach mal ausprobieren und ein bisschen Selbsterfahrung sammeln. Ne? Das genaue Deck, was du genau willst, das weiß ich nicht. Das könnt ihr nur für euch selbst entscheiden. Das kann man nicht so pauschal sagen. Welche Karte außer Grümpel-Synchronisierer ist deine Lieblingskarte? Grümpel Synchronisierer ist meine zweite Lieblingskarte und dann haben wir halt noch Mahavailo. Die ist hier auch noch auf der Matte irgendwo drauf. Das müssen wir mal kurz gucken, die ist da. Da ist Mahavailo. Das ist auch die, über die wir gesprochen haben. Das sind meine beiden Lieblingskarten. Und dann mag ich halt Bucht des Mondes noch. Das ist eine tolle Karte. Die ist hier oben rechts. Bei Fallenkarten muss ich mir immer noch raussuchen, was ist meine Lieblingsfallenkarte eigentlich. Das weiß ich immer noch nicht. Kein Gefühl dafür. Soweit dazu. Hier habe ich noch 3, 4 Karten für dich und noch 6 Karten zum Unterzeichnen. Hoffentlich nicht zu viel und noch eine WTF-Karte. Liebe Grüße, Aaron, Yu-Gi-Oh! PS bitte mal auf dem Kartenbild signieren. Das mache ich immer. PSS, sorry wegen der scheiß Schrift und wegen Rechtschreibfehlern, bin erst 10. Alles solide. Alles solide. Schrift ist super, also dagegen ist meine echt. Will ich gar nicht erst sagen, wie meine ist. Meine ist echt schlimm. Schauen wir uns mal an, was wir hier haben. So. Bin ich mal gespannt. So, was haben wir hier? Aha. Wir haben einen Gerümpel-Synchronisierer. Eine Spore. Elementarheld Burst Tinatrix. Elementarheld Avian. Elementarheld Nova Master. Als Ultimate. Er ist zwar ein bisschen mitgenommen schon, aber Nova Master, der geht ordentlich was, vor allem mit Ulti und Elementarheld absoluter Nullpunkt, auch eine gute Super Rare. Oh Mann, das wird wehtun, der arme Nova Master. Aber wenn du das möchtest, mach ich das. Legen wir das zum Umschlag. Aua. I'm crying. Der arme Overbester. Ach, du hast bestimmt sowieso noch mehr davon, nehme ich mal an, sonst würdest du den ja nicht dazulegen, oder? So. Dann schauen wir mal. Wie komme ich an die Kack-WTF-Karte ran? So langsam kommen wir aber sicher ran. Und da haben wir Blue Eye Cartoon Dragon. Wind, Dinosaur Cartoon No Call Activated. If no Cartoon World in the field, only up to 500 points for attack. No opponent if destroyed. Oh yeah, sehr cool. Den hatten wir noch gar nicht, glaube ich, so. Also der Kartentext ist auch mal was Neues, sehr cool. Dankeschön dafür. Schauen wir mal, was für mich ist. Bestimmt auch nochmal so 2 Nova Masters Ulti, ne? Nochmal eine Ultra vielleicht, wenn das Playset voll ist. Gott, da muss ich mal erstmal rankommen. So, dann bin ich jetzt Dran. Ich bin Dran. Und dann schauen wir mal. Zack. Was denn wir hier so haben? Wir haben einen Sonderfahrplan. Oh, das ist die Promo aus dem Duel Carnival. Buntäugiger Drache und Nachtexpress Ritter. Oh, die beiden aus der Duel Carnival. Haben ja mittlerweile einen Reprint bekommen. Nochmal den Ultra Rare, leider aus Dragons of Legend. Die gern gesehen, dass sie eine andere Rarity haben. Das macht die natürlich deutlich wertloser. Aber Dankeschön dafür. Habt ihr natürlich mittlerweile schon ein paar davon. Der Buntäugige Drache. Ich frage mich, was ihr mit den Karten mal macht, aber ich glaube, die liegen einfach irgendwo rum, weil meine Karten sahen auch genauso aus, als ich wieder angefangen habe, 2012, weil die lagen einfach auf einem Stapel Karten, die ich immer durch, keine Ahnung, so, ja, ich bin mit dem sogar umgezogen. Und die lagen dann einfach dann in der Sonde oder irgendwo im Schrank und vor sich her vegetiert. Ich denke mal, das Gleiche ist auch denen widerfahren. Ja, das war die Aberpost-Opening-Folge für heute. Ein bisschen schief die Matte heute rausgeflogen. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Das war's eigentlich von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.